Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims, zu Lola und der kleinen Kakao. Ich habe beschlossen, die Katze jetzt Kakao zu nennen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich ihren Namen richtig ausspreche. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir, ja, good question. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen nachgedacht, jetzt die letzten Tage und habe mir überlegt, eventuell macht Sinn, die Lola erstmal einen normalen Job annehmen zu lassen, damit sie ein bisschen Geld verdient. Und dann kann sie ja immer noch berühmt werden. Ich weiß, das ist dann... Ich wollte ja eigentlich die neuen Erweiterungspacks, also die neuen Erweiterungspacks, die Erweiterungspacks ausprobieren, die ich heute noch nicht kenne. Aber ich meine, dafür ist ja immer nur Zeit, wenn wir erstmal ein bisschen Geld in der Tasche haben. Und deshalb habe ich beschlossen, dass die Lola jetzt an die Zeitung geht, erstmal wieder in die Steuerung reinkommt und sich einen Job sucht. Das habe ich beschlossen. Ja. Das ist interessant, dass man als Sternchen keinen Nebenjob haben darf. Da machen wir mal die Musik wieder an. Business Career. 120 am Tag, das ist natürlich. Ich sag erstmal nein. Business finde ich eher. Achso, gibt es in der Zeitung nur einen Job? Also wir brauchen Computer. Gibt es irgendwo Computer, die man öffentlich nutzen kann? Ach komm, wir nehmen den. Ich meine, wir wollen ja einfach nur Geld verdienen. Ja. Erstmal ein bisschen Alice Cooper am Morgen. Ich wünschte, es wäre im echten Leben so einfach, einen Job zu kriegen. Um 8. Okay, also morgen dann. Alles klar. Kann man es irgendwie leiser machen? Nein. Komm, wir switchen mal zu Country. Und dann essen wir was. Perfekt. Ah, die Musik macht mich gleich viel fröhlicher. Hä? Habe ich nicht gesagt, du sollst Lunch haben? Jetzt ist es doch eher so Quick Meal, oder? Lola. Stillt jetzt den Hunger nicht sonderlich, ne? Wieso ist er denn eigentlich schon wieder so müde? Okay. Ja, hier, jetzt ist mal was Richtiges. Aha. Wahrscheinlich habe ich gerade Astin daneben geklickt. Die Musik. Ich würde ja wahnsinnig gern Banjo spielen können. Ich habe nur leider null Disziplin, was das betrifft. Also, ich habe ja schon 20.000 Mal angefangen, Gitarre zu lernen. Und ich habe eigentlich die besten Voraussetzungen. Der Alex, mein Freund, der kann super Gitarre spielen. Seine Mama ist Gitarrenlehrerin. Wir haben 20.000 Gitarren hier. Also, etwas übertrieben, aber es sind 7 oder so. Und ja. Ich habe eigentlich keine Ausrede, nicht Gitarre zu lernen, außer dass ich dann doch immer wieder aufgebe. Ich weiß auch nicht, weil es halt nicht schnell genug funktioniert und dann werde ich ungeduldig und dann denke ich mir, oh, das lernst du nie. Und dann höre ich wieder auf. Und ich weiß, man muss es nicht zwingend Gitarre spielen können, um Banjo spielen zu können, aber ich, ja, ich bin vernünftig genug, mir kein Banjo zuzulegen, wenn ich schon nicht die Disziplin habe, Gitarre zu spielen. Naja, das ist eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Telefon! Kann man auf zu essen gehen, Telefon? Ganz Telefon!
Vielleicht verdienst, gewinnst du Geld. Komm mal los, ne? Ey, ist gar kein Mann dran. Wow, 100 Simoleons. A left-handed monkey wrench. Okay. Wow, geil. Das wird uns so weiterbringen. So, ist weiter. Dawn. Was hat denn die Katze gekostet? 200 oder so, oder? Wir gehen gerne mal gucken. Ob wir uns nicht... was gibt's denn für Services? Okay, wir gehen mal eben, Downtown, glaube ich. Nee, Old Town konnte man die Katzen, die Tiere. Ja. Wir gehen mal nach Old Town und gucken, ob man Katzenfreund für Coco? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich muss mal nachgucken, wie man diesen Namen ausspricht. Was ist sie denn eigentlich? Ist sie weiblich oder männlich? Guck mal, wir sind Freunde. Was sehe ich denn, ob sie weiblich ist oder männlich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm mal los, ne? Also egal. Hauptsache, sie hat einen Freund. Ja, bitte. Wir lassen ja die Musik on. Wieso steigt denn jetzt mal Energie? Das ist seltsam. Komm, räum das mal weg. Ja, no user directed action. Achso, weil ich kotzt bin. Achso, deshalb steigt unsere Energie. Oh, okay. Ja. Wir müssen irgendwann unser Bild nur fertig malen. Oh, gibt es irgendwelche Skills, die wir können müssen? Nee, noch nicht. Kommt die Katze mit? Und die Katze kommt mit. Alles klar. Dann läuft die Musik jetzt umsonst. Aber egal. Na? Oh, die Musik. Oh Gott, das macht mich gerade so glücklich. Ja, ich glaube, ich muss hier hin. Oh, die Musik ist so schön. Upabude. Okay. Wir verlieren keine Zeit, weil uns geht's eigentlich ziemlich kacke. Definitiv nochmal. Oh, 400. Egal. Ja. Hilft nichts. 400. Krass teuer. Mhm. Hallo, du sollst eine Katze adoptieren gehen. Hallo? Oh, jetzt hat sich er wieder vorgedrängelt. Wer bist du überhaupt? Gunther? Geh weg, ich will eine Katze adoptieren. Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Letztes Mal haben wir woanders die Katze gekauft. Also geht es doch woanders. Oder? Ich bin gerade so. Verfehlt. Hallo. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal Female. Weil ich will eigentlich keine Babys, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Ich glaube, ich will so eine. Wow. 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 Ja, die hier.
Yes, please. Gesundheit. Futata. Mädel, Kakao und Schlagsahne. Aber ich kann jetzt schlecht die Katze Whipped Cream nennen, oder? Ach, weißt du was? Um beim Thema zu bleiben. Scheuers. Okay, jo. Wir sind zu dritt. Hat keine Skills. Friendly und smart. Das ist schon mal gut, weil Kakao ist blöd. Okay, Kinder, also wir gehen wieder heim. Mir geht's nämlich echt beschissen. Entschuldigung. Nicht gut. ja. Und dann muss ich mich jetzt hoffentlich nicht mehr um die Katzen kümmern und die kümmern sich um sich selber. Oh, in Sims 1 hat alles so unglaublich lang gedauert. Aber da hat man, ich glaube, als Kinder hat man einfach ein anderes Zeitempfinden und da kam einem die Zeit, die man mit Sims verbraucht hat, nicht so wertvoll vor. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich meine Zeit hier verschwende, im Gegenteil, aber trotzdem, man hat immer so ein bisschen im Hinterkopf, was man alles noch machen muss und man kann dann wirklich nicht so wirklich genießen, was man gerade tut. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Hat er das schon mal gemacht? Oder was war das? War das der Bus? Was ist denn das hier? Ja, ja, wir sind schon unterwegs. Wir brauchen alle ein bisschen länger. Oh, das schaut alles voll lecker aus. Da gibt es Schildkröten. So, bring uns nach Hause. Lustig, dass hier ist wieder. Hä? Hier ist jetzt wieder Nachmittag. Und das Banjo spielt weiter. Cool. Okay. Oh mein Gott, geht's mir beschissen. Schlecht. Also, ihr wisst schon. Bringst du gerade Rechnungen? Ist es da ernst? Ich habe gerade eine sauteure Katze gekauft. Ach du liebe Zeit. Die fällt uns gleich wieder um und schläft am Boden ein. Sie muss außerdem aufs Klo. Kakao ist hier draußen eingeschlafen. Wo ist Schlagsahne hin? Auf dem Klo. Okay, die kann sich dann direkt mal als hier Kammerjäger versuchen. Schön, wie hier einmal noch der ganze Sim ausgepixelt wurde. Ja, folge deinem Master. Okay, kann ich es riskieren, sie baden zu schicken? Nee, ne? Die schläft mal in der Badewanne ein und der säuft im Zweifel. Wir brauchen dringend Waschbecken im Bad. Und du hast wieder nicht gespült, du altes Ferkel. Komm mal aus. Geschlafen. Geschlafen um 4:30 Uhr nachmittags. Wer bist du? Betty. Betty, was tust du in meinem von Ungeziefer verseuchten Garten? Ach, du willst noch. Nee. Hä? Warum latscht du einfach über mein Grundstück? Naja, wir haben es versucht. Gut, dass Radio läuft. Gut, dass er auf die Katze gefallen ist. Mau, mau. Mau, 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 mau. Ja, ja, mach doch das Radio aus, habe ich euch gerade schon gesagt, bevor du umgefallen bist. Schläfst du? Ja. Okay. Ich träume vom Katzenklo. Oh.
Oh, Träumchen. Warum habe ich eigentlich so viele Kakerlaken und Zeug? So unreinlich sind wir ja nur auch wieder nicht. Ob ich wohl irgendwann mal schaffe, beim ersten Mal in die richtige Richtung zu rotieren? Gesundheit. Ich glaube, wir haben echt ein gutes Bett. Guck mal. Aber sie hört nie vor, selber aufzuschlafen, ne? Okay. Jetzt geboren. Huch. Mein Gott. Brau. Oh, es geht ja gut los. Ihr sollt ja... Ich habe euch doch geholt, damit euer Social hochgeht. Also hier, Schlagsahne habe ich geholt, damit Social hochgeht. Ihr sollt nicht streiten. Und schon, es hat ein Mensch die Katzen synchronisiert. Und guck, traue ich den leeren Napf an. Originalgetreu ich. Wobei es immer klingt, als würdest du in einer Blechwanne baden. Ich weiß, dass er noch Flair ist. Wir füllen ihn gleich auf. Ja, ich weiß. Kannst du mal die Fliegen fressen? Mau, 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 mau. Okay. Nopf. Und dann essen. Jetzt kann sie garantiert nichts essen, weil hier die Post liegt. Naja, mal gucken. Dann muss er halt im Stehen essen. Ich bin gerade. Mir gerade egal. Ist ein schlechter Horrorfilm. Huch. Ich hab. Ups, Entschuldigung, ich hab aus dem Fenster geklickt. Alles gut zu wissen, dass das Spiel automatisch passiert. Ey, Katzen, mach mal was. Also, ich kann der Katze sagen, sie soll hier hingehen, aber ich kann ihr nicht sagen, dass sie die Kakerlaken angreifen soll. Ich frage mich, ob man da vielleicht umziehen sollten. Mal gucken. Wütendes Frühstücksgekoche. Ich hab wieder Gulasch zum Frühstück. Ah, ist nicht dein Ernst jetzt? Laut, laut, sehr laut. Ja, ja, ist gut. Geh hier hin. Hallo. Das ist super. Ich habe vergessen, dass ich arbeiten muss. Feuermann, to the rescue. Es hilft immer, wenn man nebenbei das Feuer umbrüllt. Genau. Ach ja, ich habe ja einen Feueralarm. Ha. Wundervoll. So. Oh, das ist alles irgendwie kacke jetzt. Hört mal auf zu streiten. Komm, Quick Breakfast und dann. Ja, muss mit einer scheiß Laune in die Arbeit gehen. Es ist irgendwie. Oh, es ist so schwierig. Jetzt seid ihr mal lieb zueinander, Mensch. Echt wundervoll. Ihr seid doch beide friendly. Ich verstehe nicht ganz, warum sie sich permanent zoffen.
Guck mal. Nein, das wollte ich eigentlich. Das sieht so falsch aus.